Gestern schien es noch, als würde in der Ostukraine wie hier in Donetsk alles so weitergehen wie in den letzten Wochen. Anti-Maidan-Demonstrationen fanden immer wieder in verschiedenen Städten statt und auch Verwaltungsgebäude wie das im Hintergrund wurden immer wieder kurzzeitig besetzt. Doch die Stimmung hat sich unmerklich immer weiter hochgeschaukelt. Zahlreiche prorussische Oppositionelle waren von der fernen Regierung in Kiew in den letzten Wochen verhaftet und erfolglos Demonstrationsverbote ausgesprochen worden. Neue Euromaidan-treue Gouverneure wurden aus der Gefolgschaft der neuen Herrscher eingesetzt, ohne Basis vor Ort. Die Stimmung explodierte nun und dieses Mal wollten die radikalisierten Besetzer von Verwaltungen in Donetsk, Charkow und Lugansk nicht mehr freiwillig gehen, sodass gegen sie in Donetsk sogar Spezialeinheiten der ukrainischen Armee zur Räumung eingesetzt wurden. Nun ist zu hoffen, dass es dennoch keinen Einmarsch russischen Militärs vor Ort geben wird, was die Spirale der Macht weiter antreiben würde. Wie die Sache weitergeht, wird auch von der Euromaidan-Regierung in Kiew abhängen, die nach jüngsten Äußerungen weiter beim Thema Föderalisierung des Landes auf Stur schaltet. Hier sind die großen Verbündeten der Kiewer gefordert, mäßigend auf die Nationalisten und Liberale an den Schalthebeln der Macht der Ukraine einzuwirken. Denn eine weitere Eskalation ist andernfalls nicht ausgeschlossen, auch ohne russischen Militäreinsatz.